So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem Outwork für Judocast, aber nicht nur für Judocast. Wir wollen uns heute mit den verschiedenen Formen von den Liegestützen beschäftigen. Wer das noch nicht so kennt, der wird vielleicht ein paar vollkommen neue Formen von Liegestützen entdecken. Und ihr werdet sehen, dass jedes Mal die Muskulatur, natürlich alles im Arm-Oberkörperbereich, unterschiedlich gefordert wird. Wie? Das zeige ich euch jetzt. Wir fangen erstmal mit den ganz normalen Liegestützen an. Die kennt eigentlich jeder. Achtet bitte darauf, dass euer kompletter Oberkörper eine Gerade bildet. Eine schräge Gerade. Und die bewegen wir dadurch, dass wir die Arme krumm machen und wieder gerade nach oben und unten. Achtet bitte auch auf euren Kopf. Guckt nicht nach euren Füßen, sondern schaut gerade auf den Punkt des Bodens, über dem sich die Nase befindet, geht nach unten und drückt euch wieder nach oben. Hier könnt ihr bereits auch schon im Tempo variieren. Langsame Liegestütze sind immer etwas anstrengender als die schnellen Liegestütze. Aber die schnellen Liegestütze sind auch gut für Judokas, denn wir brauchen Schnellkraft. Das wäre jetzt eine stinknormale Liegestütze und die können wir auch noch ein bisschen schwieriger gestalten. Eine Variante wäre zum Beispiel die Liegestütze auf den Fäusten machen. Dazu nehmen wir die Fäuste nicht weit nach vorne, wie wir das eben bei den normalen Liegestützen gezeigt haben, sondern wir setzen die etwas weiter hinten auf. Das heißt, wenn ihr kniet, etwas näher an den Knien als die normalen Liegestütze. Wie ihr seht, sind jetzt meine Hände fast an meiner Seite. Hier gehen wir nach unten und drücken uns auch wieder nach oben. Ihr werdet merken, dass ihr bei diesen Liegestützen wahrscheinlich nicht so viele machen könnt wie bei den normalen. Die Anzahl der Übungen bestimmt ihr selbst nach eigener Kraft. Ihr solltet so viel Wiederholungen machen in den Übungen, dass ihr nachher drei Serien habt. 3x10, 3x20, auch 3x5 oder 3x3, wenn es nicht anders geht, ist absolut okay.